Leute, was geht ab? Und zwar willkommen bei Shani Performance. Ach nee, heute gibt's was anderes, Leute. Und zwar der gute alte Paul Berger, Al Crymax, hat einen neuen Song rausgehauen. Wir bauen die Skybase bis über die Wolken. Ist natürlich immer noch die Spitze Nummer 1, Leute. Wir gucken mal kurz, wie viel Klicks Skybase hat. Alter, Skybase hat 38 Millionen Klicks. GTA 6 Song, Leute, hat einfach 12 Millionen Klicks. Okay, wir gucken jetzt mal iCrymax seinen Song an. Hier, Leute, ihr wisst natürlich, ich bin der Musiker Nummer 1. Stadi zu dem Skill iCrymax Song. Komm, zeig ihn mir. 8,6 Millionen, 2, oha, 8,6 Millionen, 10 Millionen, 4,5 Millionen. Richtig geil. Und Max hat jetzt einen neuen Song rausgehauen, und zwar GTA Live. Ich habe natürlich Insider-Informationen, die ihr wahrscheinlich noch nicht wisst. Und zwar, dieser Song hat einfach, muss man sich mal überlegen, ne? Das sind, Max ist ja kein Rapper oder sonst was, Leute. Er ist YouTuber, ist kein Musiker und er bringt ja ab und zu mal so Songs raus, weil es ihnen halt Spaß macht. Finde ich geil. Und alleine der komplette Song, 60.000 Euro. Ist natürlich logisch, Leute, dass er das wahrscheinlich niemals mit dem Song einspielen wird. Also er hat mehr ausgegeben. Aber er hat einfach gesagt zu mir, er will ein geiles Projekt haben und er will nicht Schmalspur machen. Er will richtig übertreiben. Und das Video, Song, alles drum und dran hat einfach 60.000 gekostet. Ungefähr gleich viel hat auch mein GTA 6 Song gekostet. Der hat auch ungefähr um die 60.000 Euro gekostet. Und jetzt hat hier Max nachgelegt, Leute. Ich bin gespannt, wie es geworden ist. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich habe das jetzt alles hier vorab, Leute. Den Song habe ich schon mal reingehört in der ganz, ganz frühen Version. Aber ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum, Leute. Wir gucken jetzt mal, ist der Song gut oder schlecht? Wir gehen rein, let's go. Oha, das ist geil, Leute. Das ist geil, dieses VHS. Edit krasse, das hat mich schon gute Vibes gesehen. Und guck mal hier, wie er uns hier anlacht. Er ist auch ein Sunnyboy, muss man sagen, ne? Die Mädels wären nach der Reihe schwach, wenn sie Max sehen. Und oh mein Gott, oh Gott, das muss ich auch noch kurz... Ey, Leute, ich lass gleich laufen. Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit Pause drücken, sorry. Aber, kleiner Funfact, guckt euch mal diese Yacht an. Ich bin der Meinung, die kostet... Er hat die ja gemietet, Leute. Er wollte die kranke Yacht haben. Und die hat einfach, glaube ich, 12.000 Euro am Tag gekostet, diese Yacht zu mieten. Das ist keine Ahnung, wie viele Millionen die insgesamt wert war. Und die Yacht soll wohl einen Wert haben von 12 Millionen Euro. Geisteskrank. Ich denke mal, man sieht es ja auch nochmal gut den Unterschied, dieses kleine Bummiboot, obwohl das ja auch schon extrem geil ist, gegen dieses Schiff. Es ist Lifestyle. Ich konnte leider nicht beim Videodreh dabei sein, weil ich bin busy, aber ich wäre auch gerne darauf gewesen. Das ist ja in Malta, haben die das ja aufgenommen. So, weiter geht's hier. Oha. Und das Geile ist, die sind einfach mit Privatjet nach Malta geflogen und hier kommt er mit seinem Bentley an. Es ging noch nicht mal los und es ist jetzt schon GTA Live. Ich freue mich so. Wow. Wuhu. Ich bin gut drauf, Leute. Ich bin gut drauf. Oh. Geil. Ich hab's geschafft, Mann, ich muss nie mehr U-Bahn fahren. Cruise vorbei im Lamborghini Huracan. Du trägst passende Schuhe zum Oberteil, ist Outcheck. Währenddessen matchen meine Autos mit meinem Outfit. Yeah, das eine Auto Englisch, das andere Italienisch. Die Uhren aus der Schweiz, ich glaub, kultureller geht. Was? Bro, was ist das für ein Real Flex? Wieso liebt dieser Typ einfach? Er lebt einfach GTA in Real Life. Was? Ey, das sieht auch so krass aus, ne? Die sind einfach, man muss sich das überlegen, Leute. Er ist mit seinem Bentley zum Flughafen und gleichzeitig mit dem Lambo gefahren, sind von dort aus in den Privatjet nach Malta geflogen und haben sich da eine 12.000 am Tag, also eine 12 Millionen Dollar Yacht gemietet. Ey, das ist crazy. Nicht nein, und heute sehen sie nur das Highlife. Doch ich wäre nie da, wo ich jetzt bin, ohne mein Fleiß. Ey, darum gibt es täglich Dinner von einem Sternekoch. 50.000 Finger durch den Werbespot. Du musst nicht nur reden, sondern... Was? 50.000 für einen Werbespot? Was ist hier los, du? Leben wie ein Hustler. Neue Zeit, heute hole ich den BMW für Papa. Yeah, ich hab gelernt... Ja, kleiner Funfact. Max hat sein... Das wissen wahrscheinlich wenig so, oder ich glaube nicht, dass das so viele wissen. Max hat für seinen Vater einfach einen fetten Beamer geholt, Leute. Einen fetten BMW kann er rumfahren. Ich muss in schweren Tagen stark bleiben. Manchmal wird es eng, so wie auf Draht sein. Jetzt gehe ich zu Mama und sag, du musst nicht mehr arbeiten, denn ihr Sohn ist täglich zu sehen auf der YouTube-Startseite. Schöne Frauen, schöne Songs, wir leben wie ein GTA. Bro, ey, was ist das für eine Yacht? Das. Man denkt so. Ich check's nicht. Bro, man denkt einfach, die Lambos, Bentley, Privatjet und so Flex. Die Yacht ist der wahre Flex. Was für
für ein Gefühl, wenn man lebt, was man rappt. In diesem Traum hab ich Blut, Schweiß und Tränen gesteckt. Also gib niemals auf, du schaffst es auch, mein Freund. Denn man hört auf zu leben, hört man auf zu träumen. Es ist egal, wie oft du... Digga, ich finde aber auch Max, den stehen diese Hemden, ne? Das ist ja unnormal. Also es sieht echt geil aus, auch hier mit der Kette und so. Ja, das ist schon Sunny Boy, ne? Es ist schon ein süßer Dude. Hauptsache, du gibst nicht auf. Zum Fallen gehört auch Mut, will, dass du auf dich vertraust. So oft wird mir gesagt, Max, der Weg wird zu steinig. Boah, auch geiles Hemd hier, Junge. Das ist ja übrigens in Malta bei den Jungs. Ihr wisst ja, SU Army und so, die wohnen ja alle in Malta. Und das ist die Villa, die wir da haben. Die kostet auch, Leute, paar Mille, Alter. Auch geisteskrank. Geil. Dafür gehe ich in Rente mit 30. Du weißt, du lebst nur einmal, sag mir, wann du's checkst. Spring vom Bett in den Lambo und vom Lambo ins Bett. Der Tag beginnt, nachdem ich 9 Stunden geschlafen hab. Heute krieg ich mehr DMs am Tag als Deutschland Filialen hat. Was ein Leid, geil. Gelernt, ich muss in schweren Tagen stark bleiben. Manchmal wird das... Ich glaube, das Hotelzimmer ist eine Präsidenten-Suite gewesen in Frankfurt. In Frankfurt. Hat, glaube ich, pro Nacht 5.000 gekostet, 6.000 oder 9.000, ne? Also falls ihr euch jetzt fragt, warum das so teuer war, ich glaube, die Nacht hat 9.000 oder so gekostet, ich bin mir nicht mehr sicher, oder 6.000, irgendwie so in dem Dreh war das gewesen, ganz, ganz geisteskrank, Leute, das war ein halbes Haus gewesen. Eng so wie auf Draht sein, jetzt gehe ich zu Mama und sag, du musst nicht mehr arbeiten, denn ihr Sohn ist täglich zu sehen auf der YouTube-Startseite. Oh. Schöne Frauen, schöne Songs, wir leben wie ein GTA, yeah, yeah. Er hat's geschafft, Junge, er hat's geschafft. Geil, Leute, guckt euch das an. Das ist ja absolute Dream hier. Ey, Leute. So ein geiler Song, da könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber das ist wirklich sehr, sehr nice. Schuhe zum Oberteil ist auch schick. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, Max hat hier wirklich alles rausgehauen. Ich muss auch sagen, der Song, ja. Leute, ihr wisst ja, Max ist YouTuber, ne? Der Song ist sehr, sehr geil. Ich finde, das ist. Also, ich muss wirklich sagen. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber das ist wirklich geil. Das ist eine richtige Granate. Schade, dass ich nicht dabei war, dann wäre das Video natürlich noch ein bisschen besser. Auch hier diese Optik hier. Also ich sag mal so, wäre ich im Video, wäre es eine 10 von 10. So ist es eine 9 von 10. Und nächstes Mal will ich dabei sein, hast du mich verstanden, King Crimex hier. Leute, checkt auf jeden Fall das Video am ersten Link in der Beschreibung. Das war's gewesen. Da, Like, abonnieren nicht vergessen. Tschüss, bitte.